So, meine Freunde, das war's von Book of Unwritten Tales. Zumindest das war's. Jetzt kommt's nämlich. Ich bin jetzt wieder an der falschen Stelle des Videos. Wie ihr im letzten Part schon gemerkt habt, ja, ich hab's momentan mit dem Mikro. Ich hoffe, es verbessert sich bei der nächsten Gesamtaufnahme. Diesen und nächsten Part müsst ihr halt noch ohne Ton, also ohne Kommentar von mir rauskommen. Und mich würde aber trotzdem freuen, ein Abo und einen Daumen rauf von euch zu bekommen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Book of Unwritten Tales wieder. Und zwar bis dahin, ciao! Ist mit dem Bier alles in Ordnung? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Ist eine komplizierte Sache mit dem Bier. Da denkst du, scheint ja gut zu sein. Und plötzlich, boom, ist alles erdig und muffig im Abgang. Hilft alles nichts. Von einem Krug wird man nicht schlau, sag ich immer. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Wo sind eigentlich die anderen Zwerge? Im Krieg, weißt du doch. Schon seit Jahren ist niemand mehr hier außer mir. Ich halte den ganzen Laden in Schuss. Wenn du nicht wärst, wäre ich vielleicht schon an Einsamkeit gestorben. Wie sieht es denn an der Front aus? Die Allianz gewinnt doch wohl. Ist ein ganz schöner Schlamassel. Es geht vor und zurück. Und das seit Jahren. Keine Seite kann sich einen Vorteil verschaffen. Heute erobern wir Finsterburg. Morgen plündert die Schattenarmee Auenhain. Heute erledigen wir Garok den Finsterschlitzer. Morgen erwischen sie Bella Sonnentau. Zurzeit belagern sie wohl die Festung von Modroga, der alten Erzhexe. Da beißen sie sich aber die Zähne aus. Das kann noch Jahre dauern, bis eine Seite die Oberhand gewinnt. Hoffentlich unsere. Ja, hoffentlich. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Hey du, Junge, du musst mich hierher rausholen. Schnell, bitte. Ich bin entführt worden. Eine Elfe hat mich befreit. Sie wollen... So glaube mir doch. Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann. Hör zu, Junge. Es ist zu spät. Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel. Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa, der hat für die Allianz gekämpft. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen.
Hat funktioniert. Ich hab einen. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik, Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber, naja, bisher fehlte mir der Mut. Ein Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Wie ich schon sagte, ein Stuhl. Zum Sitzen. Es ist immer noch ein Stuhl. Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Es ist ein Stuhl. Wirklich? Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Ein schönes, großes, weißes Pferd. Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Ich antworte einfach nicht mehr. Der Stuhl? Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Ein Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo! Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester, aber ich habe zugesehen. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Wie ich schon sagte, ein Stuhl. Zum Sitzen. Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2×12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem Grünzeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Und abwärts!
Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Ein dünnes, silbriges Elfenseil. Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Suchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung wofür? Wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch an dem Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich habe hier noch genug zu tun. Aber denke daran, schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar.
alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Sie konstruiert Kampfroboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Das ist mein schönes Zimmer. Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Ziemlich robust. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, er könnte größer sein. Ob ich Taschen und Beutel in den Rucksack stecken kann, um damit seine Kapazität zu erhöhen? Mein alter Tennisschläger. Ich war allerdings nie sonderlich gut. Die Seiten fehlen. Wofür habe ich die denn mal gebraucht? Ich knote die losen Enden um den Rahmen. Fertig. Tennis kann ich damit zwar nicht spielen, aber es ist ein brauchbarer Kescher daraus geworden. Hab ich dich! Unsere Küche. Unsere Getreidemühle. Mutter achtet sehr auf unsere gesunde Ernährung. Wir werden alle einmal groß und stark werden. Verhältnismäßig. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Eine hellblau leuchtende Flüssigkeit. Sieht irgendwie ungesund aus. Meine Mama hat Superdünger draufgeschrieben. Wahrscheinlich eines ihrer Genetikexperimente. Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger und der Schmutz ist wie weggezaubert. Wenn ich doch auch nur zaubern könnte wie Merlin oder ein anderer Haushaltsreiniger. Mama hat die Messer vorsorglich versteckt. Seit Opas Messerwerfertraining letztes Jahr traut sie uns nicht mehr. Eine Schere aus der Küche meiner Mutter. Scharf und gefährlich. Ich ziehe das Seil durch die Ösen an der Kante der Plane. Fertig. Mal sehen. Ich ziehe das Seil durch die Ösen am Rucksack. Ja, das müsste gehen. Na bitte, ein Fallschirm. Beim Fallschirm weiß ich am wenigsten, wofür ich den eigentlich brauche. Die Landkarte und der Helm machen da schon mehr Sinn. Die sollte ich mir als nächstes organisieren.
Ich weiß schon nicht, was ich mit der einen Hand voll Gerstenkörner anfangen soll. Wozu brauche ich dann zwei? Herr Kellermeister! Hallo? Herr Kellermeister, wo sind Sie? Herr Kellermeister! Herr Kellermeister! Hm? Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Was? Was für ein Ring denn? Diesen Ring! Es ist ein sehr wichtiger Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur? Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Er ist... Ich muss... Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie Gnom einen wichtigen Ring gegeben? So was passiert nicht. Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Nein, ich kann doch nicht... Ich... Oder doch? Dafür komme ich in die Hölle. Garantiert. Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefels, der Stadt der Menschen. Mal schauen, wie ihm das schmeckt. Aha, funktioniert. Ob das funktioniert? Zumindest würde das den Kellermeister ein wenig ablenken. Hallo? Stopp! So war das nicht! Ich glaube, das war doch keine gute Idee. Ich mochte den Kellermeister. Das war großartig. Der ewige Kampf zwischen Zwerg und Maschine. Und ich hab gewonnen! alles in Ordnung mit Ihnen? Na klar, warum denn nicht? Meinst du, so Blecheimer könnten einen echten Zwerg besiegen? Nee. Ah, das tat gut. Endlich mal wieder was los hier. Das muss hier gefeiert werden. Ich glaube, er ist im Siegestaumel und wird nichts bemerken. Ich hab sie. Eine Landkarte der Region. Zwei von drei Ausrüstungsgegenständen habe ich damit schon mal. Fehlt noch das Wichtigste. Der Helm. Nicht nah genug ran. Er würde nach mir schnappen und schleimen. Passt perfekt. Damit sind Fernkampfangriffe auf Bakterien und Milben möglich. Jetzt tue ich etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Eigentlich schade, dass es so böser Schleim war.
Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. Ich kann unmöglich bis nach Seefels laufen. Das sind mehrere Tagesmärsche durch die Berge. Und abwärts. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat, oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Ich habe den Topf, Helm. Ausgezeichnet, Soldat! Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Papalapap, der Helm muss reichen. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Hervorragend. Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug! Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Das ist keine Standardgröße und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke... Der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar,